Ui. Sehr sonn. Das ist doch mal ein Brand. Da fliegt gleich die Kofferraumhaube auf. Sag mal, Kofferraumklappe, ne? So. Die fliegt gleich auf bei uns, bei unserer letzten Präsentation. Soll es mal auch nicht so sagen. Gehen. Herzlich willkommen, wenn Sie gerade angekommen sein sollten, hier auf unserer Aktionsfläche bei Halle 26 von der Deutschen Messe AG, hier von dem Verband von der Feuerwehr Hannover und Radio Hannover ist auch dabei, damit Sie Bescheid wissen, dass alles hier bei uns passiert. Können Sie es natürlich im Radio hören auf der 87,6. Sollten Sie mal einschalten, wenn Sie gleich nach Hause fahren. Damit Sie aber nicht nur was hören können, sondern auch was zu sehen bekommen, sind wir natürlich hier mit der Aktionsfläche da. Und ich freue mich jetzt, bei unserer letzten Vorführung für heute Scotty Firefighter zu begrüßen. Und zwar Nadine vertritt die Firma. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, schön, dass du da bist. Die ganze Zeit hatten wir ganz gut aussehende Männer und so. Alles super, aber es ist echt mal schön, eine Frau zu haben, die uns auch mal ein bisschen was erzählt. Danke sehr. Sehr schöne Abwechslung. Freut mich, Nadine, dass du da bist. Erzähl uns ein bisschen was zur Firma. Woher kommt die? Was macht die? Die Firma Scotty Firefighter kommt ursprünglich aus Kanada. Wir haben einen Sitz in Hannover und wir vertreiben Schaumpistolen für Waldbrände, Waldrucksäcke und ja. Das passt ja auch zu Kanada natürlich, das merkt man auch, dass da natürlich wahrscheinlich ein Riesenmarkt für ist. Aber ich wusste gar nicht, dass kanadische Firmen auch Sitz in Hannover haben. Und der ist dann für Deutschland auch zuständig? Ja, das ist richtig. Man kann die Produkte direkt über den Händler hier in Hannover beziehen. Und ansonsten gibt es noch Online-Händler, die uns die Produkte verkaufen. Wir erzählen gleich ein bisschen weiter, aber ich habe so das Gefühl, es brennt und wir sollten irgendwie dann nochmal die Feuerwehr rufen, weil der Wagen brennt doch ganz schön lichterloh. Und wir haben auch gesehen, dass hier nochmal ein ordentliches Feuer zum Schluss ist. Sollten wir zum Schluss nochmal dringend zu unseren Löscharbeiten greifen. Also, die Feuerwehr rückt ein, wir haben sie gerufen. Nadine, was machen die jetzt? Also, die holen ihre Pistole raus, was ist das für eine? Das ist eine Schwerschaumpistole, die sie heute dabei haben, von der Firma Scotty Firefighter. Und diese Schwerschaumpistole hat die Besonderheit, dass sie unter dem Strahlrohr einen 5-Liter-Kanister hat, wo das Schaummittel drin verlastet ist. Und man kann direkt Schaum erzeugen, ohne dass man großartig etwas verlegen muss. Das sieht man, also das ist wahrscheinlich diese gelbe Flasche, die da steht, ne? Ja, das ist richtig, genau. Und da vermischt sich praktisch das Wasser mit. Was ist der große Vorteil dann? Der Vorteil ist halt wirklich, man hat nicht so viele Dinge, die man aufbauen muss dabei. Man hat einfach nur den Schlauch, den man benötigt. Man kann es direkt an den Schnellangriffsverteiler anschließen, beziehungsweise an den Schnellangriffsschlauch, der vorhanden ist im Auto. Und man kann direkt anfangen, mit Schaumwasser zu löschen. Also die Feuerwehr Hannover geht hier schon mal in Stellung und man sieht wirklich ruckzuck, ist das eigentlich aufgebaut. Jetzt wird noch ein bisschen Schlauch nachgezogen, dass man ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hat. Und da kann eigentlich schon mit den Löscharbeiten begonnen werden. Das geht ja wirklich richtig schnell. Die wird vor allen Dingen im Waldbrand auch eingesetzt oder wo sind so klassische Einsatzgebiete, weißt du das? Also für die Schaumpistole ist es jetzt wirklich so, dass man sie bei Pkw-Bränden benutzt. Gerade bei Pkw-Bränden im Bereich der Front werden diese benutzt. Das ist einfach sehr effektiv. Man benötigt sehr wenig Wasser und das ist einfach super einzusetzen. Man kann sie auch im Waldbrand einsetzen. In verschiedenen Bereichen, man sieht das hier auch schon. Ich habe, glaube ich, mal gelernt, wenn ich das richtig sehe, da muss ich jetzt mal wieder die Feuerwehr gucken, ob ich da keinen Blödsinn erzähle. Aber wenn der Schaum, wenn der Rauch weiß wird, ist es deutlich nicht mehr so heiß, ne? Das habe ich richtig gesagt, oder? Wenn der Rauch weiß ist es kühler, ne? Genau. Ja, die nicken super. Bin ich ja beruhigt. Ich habe ja auch ein bisschen was gelernt diese Woche. Ich glaube, das ist so. Also auf jeden Fall sieht man da auf jeden Fall ruckzuck, wie schon deutlich weniger Flammen aus dem Wagen lodern. Der Einsatz ist da wirklich wenig. Wie viel verbraucht man denn da so ungefähr? Also jetzt bei der Schaumpistole mit dem Schwerschaumrohr ist es so, wir haben eine 1%ige Mischung vom Schaummittel zum Wasser und 5 Liter Schaummittel haben wir vorhanden. Wir können damit 5 Minuten lang löschen. Donnerwetter, ja. Und dann hast du, also 1% heißt also wirklich auf 100 Liter einen Liter Schaum praktisch, das ist halt nicht. Wir schauen uns das noch ein bisschen weiter an, das wird ja echt jetzt so ruckzuck schnell gelöscht. Was sind noch wichtige Daten, was kannst du uns natürlich noch erzählen? Der Mann, der das löscht, heißt André. Das ist und André hat noch eine weitere Pistole dabei. Okay. Für Mittelschaum. Und die wollte er jetzt auch noch einsetzen, um zu demonstrieren, wie das funktioniert. Ja, ansonsten, das sind 5 Liter Volumen für das Schaummittel. Also dieser Behältnis, also 5 Liter. Genau, ja. Und man kann selber entscheiden, wenn man diese Schaummittelkanone kaufen möchte, in welcher Zumischungsrate man es haben möchte, 0,5, 1-3%. Und dann stellt das Werk es direkt ein. Da die Motorhaube gängig. Oh, das ist super, also wirklich flexible, individuelle Produktion, ja. Das ist echt klasse. Das wird dann auch in Kanada produziert komplett.
Ja, es wird in Kanada produziert und wird nach Deutschland eingeführt. Also perfekt, dass man hier in Hannover gleich dann den zuständigen Händler bzw. die Dependants hat. Und man sieht auch, ruckzuck ist hier gelöscht. Wir fragen nachher mal den André, wie viel er da eigentlich jetzt wirklich verwendet hat, um diesen PKW zu löschen, weil der brannte ja doch ordentlich heute mal. Manchmal brennen die Sachen ja richtig, da weiß man ja auch nicht, was für Material drin ist, und einige Autos brennen natürlich richtig stark, da wird natürlich dann ordentlich gelöscht, und da sind natürlich dementsprechend ressourcensparende Verfahren äußerst wichtig. Ja, wie wir sehen, das Auto ist jetzt nicht mehr am Brennen, es brennt noch sehr stark und... Jetzt wird nochmal nachgeschaut, ob wirklich alles aus ist. Es erfolgt nochmal Nachmischarbeiten. Und sobald sie dann fertig sind, darf die Feuerwehr wieder einrücken.